ich mir ein Thema aussuchen dürfte für einen Film, den müsste man aber richtig gut machen, dann würde ich vielleicht eine Geschichte erzählen von einer jungen, alleinerziehenden Mutter und der Armutsfalle alleinerziehend. Das wäre definitiv ein Kinderfilm. Das steht für mich schon mal fest. Es wird auch mein nächster Film sein. Wir haben uns gerade die Rechte an der Kinderbuchreihe gesichert, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als einfach ins Publikum zu schauen. Da sind nur glückliche Kindergesichter. From Dusk Till Dawn. Eine Vampirfrau oder Casablanca. Oder Kill Bill. Aber da bin ich nicht groß genug. Das Nächste, was ich im Fokus habe, war eben die Biografie von Bernd Trautmann. Das war ein deutscher Kriegsgefangener in England nach dem Zweiten Weltkrieg, der dann zum großen Helden bei Manchester City geworden ist. Da ich lange in der Bank gearbeitet habe, bevor ich so ins Film- und Schauspiel- und Kabarettgeschäft gegangen bin, beschäftigt mich natürlich das Thema Finanzsektor, und das würde ich gerne als Komödie verarbeiten. Gerade zwischen 30 und 40, so dieser Altersabschnitt, der wird mir in Deutschland viel zu selten erzählt, womit Beziehungen sich da auseinandersetzen müssen, zum Beispiel mit Erziehung und wie schafft man es, die Karriere gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Und ich finde, das ist ein Thema, wo wir noch vieles erzählen können. I never talk about my future projects. It's not out of superstition, but you know, my heart and brain are floating between different ideas, and I don't want to get people to believe in false ways to see my future. Herzenswunschthema ist natürlich immer erstmal Liebe, wohin es dann geht, ob es die Liebe zu einer Person ist, einem Mann, einer Frau oder so. Liebe in der Familie, das würde mich interessieren.